Hallo, wir sind hier heute in Genf. Ich bin Lara, ich arbeite bei Ärzte ohne Grenzen und wir sind heute hier, weil es bei der Welthandelsorganisation darum geht, ob Patente auf lebensnotwendige medizinische Tools ausgesetzt werden, damit eben mehr Länder weltweit produzieren können. Gerade in Zeiten einer Pandemie wäre das sehr relevant. Dieser Vorschlag wird hier schon seit über 20 Monaten verhandelt und wir sehen immer wieder, wie gerade die reichen Länder sich schützend vor die pharmazeutische Industrie stellen und eben deren Profite schützt. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass über 100 Länder, vor allem afrikanische Länder, aber auch Indien und viele weitere sich dafür einsetzen, wirklich nachhaltig Monopole der pharmazeutischen Industrie zu überwinden, um sicherzustellen, dass eben Impfstoffe, Medikamente und Diagnostika überall dort verfügbar sind, wo wir sie dringend brauchen. Und ich glaube, dass fast 2 Jahre in der Pandemie mehr als ein Weckruf sein sollte, dass hier Länder heute zusammenkommen und eben das Richtige tun, eine solidarische Antwort auf eine globale Pandemie finden.